Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Welt 8.1. Ja, sind wir tatsächlich schon so weit. Letzte Welt, der Let's Play nähert sich dem Ende. Langsam aber sicher ist es soweit und ja. Welt 8 halt eben. Bisschen gruselig hier. Jetzt nicht unbedingt so eine Welt 8, wo ich wirklich einen heiden Respekt vorhaben würde. Oh. Ja, und das war nicht so vorgesehen, denn eigentlich müsste man da mit Hilfe eines Trampolins hinkommen. Aber das habe ich auch anscheinend ohne schaffen können, indem ich einfach bloß auf den Vogel gesprungen bin. Na gut. Du bleibst da, Buhu. Okay, Dokeli. Uff. Okay, dann startest du nochmal einen Angriff. Banzai Bill. Ah. Okay, Nummer 1 geschafft. Ja, Welt 8 ist relativ kurz, deswegen können wir das, denke ich, eventuell sogar noch in dieser Folge schaffen. Ich werde allerdings eh wieder ein paar Mal cutten müssen, weil zwei Level sind da noch, die einen Minipilz für eine Sternmünze brauchen. Immerhin ist es hier bloß eine Linie, von daher auch schnell wieder erledigt. Und ich glaube, das war das erste Level, wo ich unter Umständen einen Minipilz gebrauchen könnte. Ja, ich glaube, das war tatsächlich das erste Level. Aber nicht deswegen, also nicht deswegen da drüben. Yeah. Ah. Shit. Doppelshit. Das ist meine Blume weg. Meine Blume, die ich Ihnen zeigen wollte. Na, das wird auch wieder nix. So, also auf ein neues. Rein da. Gut, ich hoffe, jetzt kommt bald die erste Sternmünze. Die war, glaube ich, hier auch irgendwo. Ich hoffe mal, ich bin jetzt hier an der... Ja, war schon richtige Position. Hier ist nichts. Ach, da komme ich wahrscheinlich raus, wenn ich jetzt dann irgendwo sterben sollte. Uah. Okay. In der Hoffnung, dass du da jetzt hier nicht verreckst. Ah, schade. Okay. Dann muss ich doch wohl mit dem Minipilz kommen, weil... Da... Ach, das schaffe ich doch auch ohne. Warum hat denn der einen Minipilz verwendet? Weil mich gerade ein Ernstes. So, und auf mit dir, rein da. Und da haben wir auch das Ziel. Na dann, gehe ich nochmal an die besagte Stelle. Oh. Das ist wirklich nice. Ein Doppelfeuerwerk. Na, was für ein Häusler kommt. Ja.
Gut, dann bis gleich. Ja! Okay, die Sternmünze haben wir dann. Auf zum Turm. Scheißegal. Okay, den Minipilz haben wir nicht gebraucht. Da bin ich froh drüber, aber den brauchen wir dann in 8-3. Und dann war's das hoffentlich mit Minipilzen. Hoffentlich. Okay, da haben wir erst einmal den Turm. Turm, Turm, Turm. So. Und hier war Bowser Junior, glaube ich, auch in seiner... wie nenne ich diese Form? In seiner Form mit dem, wo er sich in seinen Panzer zurückziehen kann. Ja. Und auf. Rauf. Was? Wo hat denn der mich erwischt, Alter? Was ist das für eine Hitbox? Junge! Was ist das für eine Hitbox? Immerhin ist der Flügelblock wieder da. Oh, sag mal. Ich stelle mich auch mal wieder blöder an, als die Polizei erlaubt. Also, auf ein neues Dililit. Okay, du da drüben, danke. Dann du hier. Hitbox mal wieder viel zu groß. Und rauf auf den Pilz und... Ach Gott, jetzt kurz warten. Yeah. Das hat's nicht gebraucht, aber kann man ja mal machen. Okay, einen Mittelpunkt gibt es, da bin ich sehr froh drüber. Da ist nichts außer Geld. Ach komm. Okay, noch einmal. Ich weiß ja, wo da auch die letzte Sternmünze ist. Die ist nämlich da oben. Und eigentlich sollte man mithilfe des Flügelblocks sich einen leichteren Aufweg machen können. Na. Sagen wir mal, hier bist du gut positioniert. Och Mann, Alter. Mach nicht diesen. Yes. Okay. Bowser Junior.
in einer verkleinerten Kampfarena. Aber das sollte schon machbar sein. Und zack. Nice. Gut, für das nächste Level brauchen wir einen kleinen Pilz. Und da ich ja jetzt speichern kann, kann ich auch so oft versuchen an dem Haus dort vorne. Leck. Okay. Da kann ich jetzt dann an dem Haus dort vorne so lang versuchen, wie ich möchte. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns, wenn wir das Ding haben. Den Mini-Pilz also. Gut, damit haben wir den Mini-Pilz schon mal. Muss ich nicht in Welt 1 zurück. Hat auch, glaube ich, schon auf dem zweiten oder dritten Versuch geklappt. Ja gut, habe ich gesagt. Ja, das habe ich, aber... Nee, das war 8-4. 8-4 war das, wo ich den Mini-Pilz gebrauchtet habe. Nun gut, dann komm mal her. Großer Pilz. Habe ich auch kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Denn ich habe den jetzt immerhin und ich muss hier nicht wieder als Mini-Mario ganze Level durchforsten. Das ist ja auch schon mal was. Na komm. Hier kommt auch noch einer, aber der ist jetzt nicht so gefährlich. Denn jetzt kommt der Riesen... Dings, der Riesen-Aal. Ne, diese Röhre war bloß zur Ablenkung. Ich wüsste, wo die noch alle waren. Da haben wir eine schon mal. Das könnte schon tatsächlich... Ah, nee. Ist es schon die zweite? Okay. Okay, die dritte, die war auch noch mal weiter unten. Hoffe ich zumindest. Okay, rein da. War ein solides Level. Ach, konnte man tatsächlich schon früher da raus? Na, mir soll's wurscht sein. Hui. Nice. Sehr nice. 8-4. Here I go. Hier kamen die... Ja, Scuttlebugs. Nathaniel fucking Bandy every time. Huiuiuiuiui. Ach, das war diese beschissene Stelle. Na, ja, okay. Kann man ja mal machen. Ich meine, ich habe ja nur 73 Leben. Nee, und zwar musste man diese Scuttlebugs da ausnutzen, um damit halt dann auf die Dinger zu kommen. Auf diese Plattform, wo die erste Sternenmünze befindlich ist. Und solange die sich halt abseilen, sollte das auch ohne Problem möglich sein. Überflieger. Nice.
Gut, dann ist hier der Mittelpunkt. So weit, so gut. Oh, die respawnen ja. Das ist ja gemein. Aua. Ich habe da ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, ein Stern. Okay. Jetzt ist es soweit. Oh. Okay. Erstes Problem schon mal geschafft. So, weg mit euch und raus da. Gut. Passt soweit. Und nun? Oh, das Castle nur noch. Ja, und dann hätten wir es auch schon geschafft. Okay, man hat es ja versuchen können, aber wenn er nicht springt, wie man es ihm sagt, dann kann auch ich da sehr wenig gegen machen. Und da haben wir die erste Sternenmünze. Okay, obere war das, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und jetzt müsste man wegen weiter hinten nochmal. Nochmal Obacht geben, weil hinten, hinter der Bosstür ist nämlich die nächste und man braucht da die Schalter aktiviert. Damit das auch wirklich klappt. Okay, du bist da. Das ist mir schon mal sehr recht. Nein! Toll. Ja, jetzt bin ich quasi dazu gezwungen, nochmal in das Level reinzugehen, weil... Jetzt sind die Dinger da hinten halt eben nicht mehr da. Weil die Plattformen da halt... Ihr glaubt mir nicht, seht selbst, sie ist futsch. Und warum mache ich das so? Oh. Moment mal, könnte ich das nicht quasi resetten, wenn ich in ein anderes Level gehe? Mich mal kurz umbringe? Ausprobieren kann man das ja. Ich meine, ich habe ja so viel Leben. Ja, hat geklappt. Cool, 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 cool. Und die Lilith. Miau, miau, pau, pau, pau. Uff. Und da bin ich schon wieder tot. Das ist nicht so gut. Aber hey. Ich meine, das ist... Ich habe ja noch 69 Leben. Ich kann mich so oft umbringen, wie ich möchte. Aber das sollte ich jetzt mal außen vor lassen, denn es geht hier immerhin um das letzte Castle hier, meine lieben Freunde. Danach gibt es zwar noch ein bisschen was zu tun, aber das sind auch bloß Kleinigkeiten,
Ja. Klingelingeling. So, die Plattform ist unten. Passt. Sei blöd, dass man immer diesen Checkpoint triggert. Feuerblume. Coloring. So, dann stellt euch mal auf. Yeah. So, und jetzt noch rein durch die Tür und dann haben wir's. Bruder, muss los. Okay, und jetzt kommen wir zum finalen Bosskampf. Nämlich Knochenbowser. Ja, yeah. Und er wirft Knochen, oh mein Gott. Tschüss. Buff. Sehr nice. Also, wir haben es geschafft, meine Lieben. Und da wartet die Prinzessin. Oder auch nicht. Was passiert denn jetzt hier? Duf, 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 duf. Oh nein, Welt 8 wird größer. Ja, scheiße. Because